Ja, da muss ich jetzt noch mal überlegen, wo die Dinger sind. Wahrscheinlich muss ich den halben Berg damit in die Luft jagen. Damit ich irgendwo die da finde, weil die mich da eingegraben haben oder sowas. Mal sehen, mal sehen. Irgendwie werde ich das schon wegkriegen. Und wenn ich alles mit der Bazooka in die Luft jagen muss. Sehr schön. Vielleicht haben wir es auch schon versenkt, das Ziel. Müssen wir mal jetzt warten, bis er das anzeigt. Ja, das hat irgendwie geplatscht, glaube ich. Und ist auch ein Ziel verschwunden. Oben auf der Minikarte. Wow! Also so zielsicher habe ich noch nie getroffen. Muss ich echt sagen. Gut, gut, gut. Dann probieren wir es einfach nochmal. Wow, noch einmal getroffen. Also das ist ja jetzt hier echt mal der Hammer. Vielleicht sollte ich mal versuchen. Ich nehme die Klebebombe. Die bleibt mir nämlich auch liegen. Und dann jage ich mal das ganze Teil hier in die Luft. Hoffe ich zumindest. Ah, zumindest ist was sichtbar. Und dann kann ich auch das Ziel in die Luft jagen. Gut, ja, Taste sollten wir schon gedrückt halten. Jetzt werfen wir. Aha. Und noch einmal erwischt. Ist er platsch gemacht? Ich weiß gerade gar nicht. Ich werde mal nachsehen. Okay, dann habe ich jetzt noch eine andere Idee. Wir versuchen es mit. Ah, da hinten ist noch ein Ziel. Da sehe ich es. Und da auch. Und ach Gott. Hoffentlich trifft der Luftangriff jetzt. Also ich sehe auf jeden Fall. Und ich glaube, an dieselbe Stelle können wir gerade nochmal einen Luftangriff setzen. Dann verschwindet das hier auch langsam mal. So. Oder wir setzen es einfach hier. Stück für Stück arbeiten wir uns mal vor. Sagen wir es mal so. Ja. Doch den Wagen verfehlt. Ich dachte, den würde ich nicht treffen. Zuerst habe ich gar nichts gesehen. Aber einen Treffer gab's. Ah, das seht ihr jetzt. Da ist ein Loch drin. Da hat es anscheinend. Also jetzt rechts im Bildschirm, da ist so ein kleines Loch mit Wasser drin. Da scheint es dann durchgeflogen zu sein. Gut. Also ich mache das jetzt mit Luftangriffen fertig, damit das doch ein wenig schneller geht als vorher. Das wollte ich eigentlich nicht treffen, aber was soll's, was soll's. Okay. So, jetzt brauche ich nur noch meinen, genau, meinen Drücker, um den Luftangriff zu rufen. Und ich hoffe mal, jetzt habe ich bald die ganze Insel in die Luft gejagt, sonst wird mir das hier langsam zu blöd. Dauert mir zu lange. Oh, ich kann immer noch nicht alles sehen. Alles klar. Dann weiter Luftangriffe. Bis die Insel endgültig dem Erdboden gleichgemacht ist oder zu einer Insel geworden ist. Sehr schön. Jetzt können wir auch hier. Ah, die versinkt, da ist ein Loch drin. Das ist schon mal klasse. Und das andere weiß ich gar nicht, wo ich hinschießen soll. Versuche einfach mal da oben ein Loch einzuschieben. Ich glaube, es hat sogar geklappt. Da fehlen nur noch zwei Bomben. Zwei Ziele. Mal sehen, ob ich die mit Bomben kriege. Auf jeden Fall habe ich da jetzt schon mal Platz geschaffen. Kann man nicht immer damit rechnen, dass die da so kleben bleibt. Ja. Aber es funktioniert irgendwie. Irgendwie. Fragt mich nicht wie. Aber es funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch weiter. Na. Die hat sich wohl versenkt. Dann machen wir mal mit einem komischen Win-Angriff. Wie auch immer weiter. Mit diesen komischen Loszetteln weiß ich immer noch nichts anzufangen. Vielleicht explodieren sie nicht. Mal sehen.
Und ja, eine Explosion, zwei Explosionen. Ja, das lief ja nicht so, aber okay, okay. Ist ja auch langsam nichts mehr übrig von dem Kram hier. Ich hoffe mal, jetzt treffe ich langsam, weil das geht wirklich langsam an die Nerven mit dem ganze Zeit warten und warten und warten und warten. Und schau mal, dann bin ich auch damit fertig und durch und fertig durch. Wie auch immer. Ein Ziel sehe ich ja, das kann ich ja dann bearbeiten, wie ich will normalerweise, wenn ich treffe. Ja, ich habe getroffen. Das könnte ich mal versuchen. Ah, okay, mal nochmal klicken, dann fällt es schneller runter. So. Da fliegen irgendwelche Flugzeuge, die man nicht sieht. Okay, mal sehen, ob ich es jetzt treffe. Dürfte schwer werden. Sehr schwer sogar. Aber ich habe es wirklich geschafft. Mal sehen. Ah, es hat geplatscht. Dahinter. Wow, ich habe es gerade freigeschossen. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr so viel, bis ich das frei... Wow, was geht denn jetzt ab? Was schwankt denn der auf einmal so? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay. So, jetzt habe ich durch den Felsen durchgeschossen. So, jetzt fällt es dahin. Ja, das letzte Ziel. Ach nö, jetzt haben wir nochmal verfehlt. Was kann ich da machen? Was haben wir denn alles noch? Nehmen wir die Klebebombe. Die bleibt wenigstens da, wo sie hin soll. Platsch. Und das dürfte der Sieg sein. Oder auch nicht. Ich hab grad... Ich weiß gerade wirklich nicht, was das Ziel hier ist. Weil alle Ziele sind versenkt worden. Ich glaube, das ist einfach nur zum Probieren. Und dann beende ich das einfach mal. So, ich denke mal, wir können auch noch mal anfangen mit Human Team 2 in der normalen Karriere zu spielen. Kampagne. Karriere. Aber Karriere geht ja auch. Ja, da sind wir dann wieder in der Karriere. Wie auch immer. Ja, sieht so aus, als müssten wir die da oben runterholen. Dann krabbel ich einfach mal hier so lang. Ach, da geht nicht. Springen wir mal ein bisschen. Okay. Oh, die Minen. Die machen immer besonders viel Spaß. Man sollte nur schnell genug weg. Dann verkrieche ich mich einfach mal hier hin. Da wird sich schon irgendwas ergeben. So, dann kann ich mal mit dem hier... jetzt wird es langweilig, stand da oben gerade. Ach, da steht schon mein Name, Shinigami. Jawohl. Zeigt zumindest, dass es funktioniert. Also das mit dem Namen... Entschuldigung. Und rüberspringen. Und das funktioniert. Boom. Das macht Spaß. Okay, welche Stelle ist sicherer als beim Panzer? Ja doch, da bleibe ich einfach. Weil, ja, irgendwie muss ich da hochkommen. Und Granaten sind da, glaube ich, nicht so gut. Obwohl man es eigentlich mal versuchen müsste. Weil ansonsten kommt er nicht weiter. Irgendwann treffen die sich selbst. Und am Ende besiegen die sich auch nicht selbst. Ach, nur 12 abgezogen ist ja... Ja. So kann man die... so kann man sie fallen lassen. Dann geht es ein Stück schneller. Okay, jetzt haben wir hier noch einen. Und der schnappt sich jetzt am besten mal die... Wow.